Was ist jetzt sozusagen Ihr Ziel für die nächsten 2,5 Jahre bis zum Jahr 2020? Was sind die Ziele der aktuellen Partnerschaft mit den Koalitionspartnern? Ja, nach der erfolgreichen Gemeindefusion, die wirklich gut läuft, wollen wir jetzt die Spitals- und Gesundheitsreform weiter debattieren und gut auf Schiene bringen. Die ersten Ansätze laufen gut, die Medizin spezialisiert sich. Wir müssen darauf reagieren mit Leitspitälern. Und wir müssen aber auch Gesundheitszentren in den Regionen haben, damit alle Ärzte vertreten sind und das nicht dazu kommt, dass die ländlichen Regionen entleert werden. Das ist ein schwieriger Prozess, weil es ja immer auch um Menschen geht. Aber wir wollen das Beste für die Gesundheit und die Spitäler und wir werden das sicherlich auch umsetzen können. Und ansonsten geht es um die Arbeit durch mehr Forschung, durch die Stärkung der Universitätslandschaft und die Breitbandinitiative, die wir sowohl vom Bund wie auch vom Land erheblich verstärken müssen, damit wir nicht ins Hintertreffen kommen. Ich nenne nur die Zahl, wir haben 1,5% in Österreich Breitbandanschlüsse über Glasfaser, OECD-Schnitt 17,9% und Estland, die Vorreiter in der Digitalisierung, haben 73%. Da müssen wir etwas tun, weil es notwendig ist, dass der Tischler in Krakau und auch der in Wies schnell anbieten können, um vorne mit dabei zu sein und dass es WLAN und all die Verbindungen nicht nur in den Städten, sondern auch im ländlichen Raum gibt, um nicht weiter den ländlichen Raum gegenüber den Städten zu schwächen. Gibt es da zum Beispiel auch Initiativen? Es war ja so, früher haben viele Gemeinden zuerst die Gewerbeparks angeschlossen an die Breitband-Internetverbindungen und die Privathäuser sind da sozusagen unter den Schienen geblieben. Gibt es da jetzt Anreize? Es muss Anreize geben, es muss den Menschen ermöglicht werden, unter Bedingungen, die sie schaffen, zu einem solchen Breitbandanschluss zu kommen und daher muss die öffentliche Hand, die soll nicht auf anderen Gebieten sozusagen jetzt verdranscheln das Geld vor der Wahl, sondern eine Priorität nach der Wahl setzen für diesen Breitbandausbau. Ich hätte eine Frage. Bei den Umfragen ist Sebastian Kurz immer sehr, sehr weit vorne. Woran liegt es? Was zeichnet ihn aus? Ist es quasi schon eine Richtungsweisung für die Nationalratswahl? Ja, die Stimmung ist gut, sie umzuwandeln in Stimmen. Das steht noch bevor. Ich warne davor zu glauben, wir hätten schon einen Erfolg in der Scheune. Absolut nicht. Aber so gute Stimmung habe ich schon lange nicht erlebt. Ich glaube, das Jung und Alt sehen, das ist der junge Bursche, der etwas will, der ausgetretene Pfade verlässt, der Österreich in eine gute Zukunft führen kann und will. Und der uns auch einiges zum Anschauen noch geben wird, wie er denkt und was er macht. Und das schätzen die Leute. Was unterscheidet ihn vielleicht von seinen Vorgängern an der Spitze der ÖVP? Dass er in sehr, sehr vielen sattelfest ist, das unterscheidet ihn nicht, weil das die anderen auch waren. Aber seine positive Unbekümmertheit, er geht an die Sache heran und taktisiert nicht lange. Die Menschen haben ein gutes Gespür, das merken sie. Sie haben es vorhin schon angesprochen, es gibt drei wichtige Punkte, die Sie unbedingt auch im Programm drin haben möchten. Digitalisierung ist auch jetzt gefallen mit Bezug auf die Steiermark. Was wären die anderen zwei Punkte? Vielleicht kann man auf das nochmal eingehen. Ja, das ist, wie gesagt, die Universitätslandschaft. Ich sehe all überall, wir haben ja die meisten Universitäten außerhalb Wiens in der Steiermark, wie wichtig das ist für die, und das ist der zweite Punkt, Forschung. Wir sind Europameister in der Forschung mit 5,16% und eben diese Breitbandoffensive. Das zusammen ergibt Arbeit für viele Menschen und das brauchen wir, damit die soziale Ordnung im Ort bleibt. Natürlich schon vor der Wahl lang wird immer spekuliert, wer kann als Koalitionspartner mit wem, wie urteilen Sie das Ganze? Naja, ich sage immer, keine Partei wird durch Putsch reinkommen, sondern alle durch freie Wahlen und daher darf man niemanden ausschließen. Wähler, die diesmal diese oder jene Partei wählen, haben vielleicht einmal uns gewählt. Warum soll man die ausschließen? Und daher bin ich auch nicht bereit zu sagen, mit dem oder dem nicht. Jetzt warten wir ab, wie die Wählerinnen und Wähler entscheiden und bin ich zuversichtlich. Sie haben gesagt, Sie warten also nicht mit dem oder mit dem nicht. In der Steiermark funktioniert Schwarz-Rot sehr gut. Auf Bundesebene wird immer wieder mit Schwarz-Blau
quasi so in Verbindung gebracht. Wird es eher dann unter Anführungszeichen aus Ihrer Sicht zu favorisieren sein, Schwarz-Blau oder Schwarz-Rot? Es hat in der Zweiten Republik schon zweimal Rot-Blau gegeben, unter Kreisky und Peter und unter Sinowatz und Steger, und nur einmal Schwarz-Blau. Daraus können Sie erkennen, dass das Gerede, dass Schwarz-Blau droht, nicht stimmt, weil sonst könnte ja auch so ein Rot-Blau droht. Gar nichts droht. Jetzt kommt die Wahl und dann werden wir sehen. Was ändert sich, egal was an der Bundes-ÖVP passiert, vielleicht für die Steiermark, oder bleibt quasi die steirische Landesregierung ihrer Linie treu? Also wir haben uns für 5 Jahre jetzt entschieden, diese Koalition einzugehen, und das werden wir nicht ändern, wenn anderswo anders gewählt wird. Danke. Ich möchte noch mal kurz nachsetzen, Sie haben letztes Jahr diesen Denkprozess Österreich 22 angestoßen. Was davon wollen Sie umsetzen? Und können Sie sich auch eine bessere Zusammenarbeit mit Slowenien, vor allem dem Wirtschaftsraum Marburg-Graz, vorstellen? Absolut. Der Botschafter Sloweniens in Österreich, der jetzt 4 Jahre da war und gerade ausscheidet, Ratten, geht ja jetzt zurück auf die Universität Marburg, und wir haben vereinbart, dass wir uns bald treffen, um mit diesem Raum die Zusammenarbeit zu stärken. Slowenien war immer ein guter Nachbar, auch in der Zeit, wo dort ein Regime geherrscht hat im damaligen Jugoslawien. Und das wollen wir beibehalten, weil es ja im Tourismus, in der Wirtschaft, im Sport gute Anknüpfungspunkte gibt. Und im Übrigen will ich, was den Konvent anlangt, den wir gehabt haben, unbedingt die Staatsreform, auch wenn das abgedroschen klingt. Österreich ist ein Land, in dem es eine Regulierungswut gibt. Das muss entschlackt werden, sonst gehen uns die Leute nicht mehr mit, dass wir also die Verwaltungsreform auch zustande bringen. Danke. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen, und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!